Hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Die Gefahrenunterricht und ich möchte in dieser Folge über diese Grafik sprechen, die die Frage stellt, wie organisiere ich als Lehrkraft Lernprozesse online? Das ist ein guter Punkt, es haben viele Lehrerinnen und Lehrer jetzt Ferien und ein bisschen Unterbruch durch Ostern und dann geht es wieder weiter und sich wie mal zu besinnen, wie mache ich das bis jetzt, wie könnte ich in Zukunft vielleicht ein bisschen fokussierter werden, da denke ich, ist die Grafik nicht schlecht, so die eigenen Punkte hervorzuheben, die einem selbst wichtig sind. Möchte zuerst auf ein kleines Missverständnis eingehen. Ich werde die Grafik dann gleich größer machen oder es zumindest versuchen. Da unten steht eine Quellenangabe und diese Quellenangabe verweist auf diese Grafik, die ebenfalls Allison Yang gemacht hat. Ich verlinke Allison da unten. Allison ist eine Lehrerin, die IB im Distanzunterricht unterrichtet. IB ist International Baccalaureate. Das sind ältere Schülerinnen und Schüler, die vor dem Studium stehen. Es sind die letzten 2 Jahre vor dem Studium, die in diesem IB-Kurs absolviert werden. Ich habe den auch schon unterrichtet an Schulen, nicht im Fernunterricht, sondern im Präsenzunterricht. Und Allison Yang schreibt ihre Erfahrungen auf, die jetzt in der Betreuung dieser Studierenden oder Schülerinnen und Schüler hilfreich ist. Und diese Oreo-Graphic, also Oreo ist dieser Keks, und sie benutzt die Buchstaben als Anagramm, um zu sagen, Objective, also was ist das Ziel, was ist die Verantwortung, Responsibility, was sind die Erwartungen und wie organisiert man sich. Und da hat sie so eine Art Übersicht für die Lernenden gestaltet, auf die ich dann noch kurz zu sprechen komme, und hat dann dasselbe mit diesen Oreos auch für die Lehrerinnen und Lehrer gemacht. Und in dieser deutschen Übersetzung ist erstens die Quellenangabe falsch, das ist die deutsche Übersetzung. Die Quellenangabe verweist auf das falsche Dokument und zweitens fällt diese Oreo-Grafik oben weg. Es ist dann einfach Ziele, Verantwortung, Erwartung, eigentlich Erwartungen müsste es wahrscheinlich heißen, und Organisation. Jetzt mache ich das Ganze aber groß, damit ich die einzelnen Punkte dieser Darstellung besser anzeigen kann. Muss hier sogar noch die Symbolleiste ausblenden, dann wird es noch größer. So, und was sind die Punkte? Also dieses weitere Anagramm System weist darauf hin, auf verschiedene eine Reihenfolge, dass zuerst der Sens kommt, was ist überhaupt der Sinn oder was ist das Bewusstsein, das man haben muss. Ich finde es ein bisschen verwirrend, weil hier zum Beispiel sowas wie Datenschutz steht oder Sicherheitsrichtlinien, was für mich dann eher bei so technischen Fragen kommen würde. Da würde ich mir eine andere Spalte dafür einrichten, um nicht zu sagen, dass es nicht wichtig ist. Aber eigentlich geht es wiederum, Kommunikationskanäle zuerst aufzusetzen. Also hier ist auch Struktur und Verfahren zur Kommunikation mit Schülern und Eltern. Also ich würde eigentlich da vorne noch einen Punkt hinsetzen, Kommunikationskanäle, und dann gehören so diese Punkte dahin. Jetzt zieht sich durch die Grafik dann so dieses Primat der Pädagogik durch. Und ich würde zunächst sagen, zum Sensemaking gehört, weshalb machen wir das überhaupt? Also, was möchte ich als Lehrer erreichen? Was kann ich im Leben der Schülerinnen und Schüler bewirken? Was kann ich an positiven Effekten bewirken? Das gehört an die erste Stelle. Da bin ich völlig einverstanden. Dann aber zu sagen, das Primat der Pädagogik vor der Technik, das steht hier. Und dann kommt es hier noch einmal vor, integrieren Sie Technologien in den Lernprozess, nicht die Lernprozesse in die, nicht den Lernprozess in die Technologie. Das hört man sehr, sehr oft, aber Lernen funktioniert medial. Das heißt, wenn ich mit Microsoft Teams lerne, dann sind das andere Lernprozesse, als wenn ich mit Papier und Bleistift lerne. Und das Primat der Pädagogik ist insofern eine medienpädagogisch unreflektierte Aussage. Es sind pädagogische Überlegungen sind wichtig und es dürfen keine technologischen Sachzwänge entstehen. Also wir machen das jetzt so, weil das in Teams halt so läuft. Das ist kein gutes Argument für einen Lernprozess. Aber die Vorstellung zu haben, ein Lernprozess sei unabhängig von den Medien, die ich für diesen Lernprozess benutze, ist ein Missverständnis. Ich kann gerne auf unser Buch Routenplaner
digitale Bildung verweisen, wo besonders Axel Kromme, der ja hier auch schon vorgekommen ist, das ganz ausführlich und detailliert erklärt, weshalb es dieses Primat der Pädagogik so wiedergeben sollte, noch geben kann. Dann kommt eigentlich in meiner Vorstellung wäre es dann die dritte Spalte. Also erster ist, was sind die Rahmenbedingungen der Kommunikation im Fernunterricht? Der zweite Punkt wäre, weshalb machen wir das überhaupt? Der dritte Punkt wäre dann, ich muss mir selber Sorge tragen. Also, was sind meine Werte? Was sollte ich überhaupt tun? Wie kann ich meine Zeit so einrichten, dass ich weiterhin so etwas wie eine Work-Life-Balance habe, auch wenn ich von zu Hause aus unterrichte? Und wie geht es mir gut? Ich denke, das ist alles recht selbstverständlich. Dann braucht es eine Terminplanung, wo hier ein paar gute Tools auch angegeben sind. Man muss sich das selber angucken. Ich erkläre das jetzt nicht alles. Also den Tag in Zeitblöcke einteilen, das scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein. Also nicht eine endlose To-Do-List haben. Ich tendiere manchmal auch dazu, so ganz viele Punkte aufzuschreiben, die ich dann ohnehin nicht alle abarbeiten kann. Am Abend habe ich immer das Gefühl, ich habe ja nichts gemacht. Wenn ich aber sage, ich habe die Zeitblöcke, die habe ich genutzt, dann kann ich sagen, ja, ich habe wirklich was erreicht in der Zeit, die ich zur Verfügung gehabt habe. Dann positiv bleiben. Das heißt, innerhalb dieser Voraussetzungen oder von guten Vorannahmen ausgehen und innerhalb dieser Voraussetzungen, die wir haben, gute Stimmung verbreiten, das Positive, die Erfolge sehen, das sich vielleicht auch notieren, was hat heute funktioniert, was habe ich erreicht. Dann den Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten geben und Alison Young sagt jetzt nicht besonders fancy technologische Produkte, sondern ihnen Vertrauen schenken und ihnen die Macht geben, so zu lernen, wie das für sie sinnvoll erscheint. Und hier ist dann auch gleich wieder der Link dann zurück zur Grafik der Schülerinnen und Schüler. Und dann zum Schluss Feedback einholen, um zu schauen, ob das, was ich mache, funktioniert hat. Das habe ich schon oft betont. Formative Tests, das heißt herausfinden, wie ist der Lernstand der Schülerinnen und Schüler, können sie die Probleme, die sie lösen sollten, auch tatsächlich lösen. Der letzte Punkt, überarbeiten wir unsere Settings, die wir haben, ohne dass so die fixen Blöcke, die wir gesetzt haben, also wir haben vielleicht gesagt, das sind die Kommunikationskanäle, das ist der Sinn, weshalb wir es tun. Dann letztlich auch, das ist mein Stundenplan, den ich einhalten muss. Das sind die Zeiten, in denen ich arbeiten kann. Und dann muss ich jetzt beim Experimentieren nichts verändern, wenn ich das herausgefunden habe. Aber rundherum kann ich tatsächlich Anpassungen vornehmen. Jetzt, das ist meine Seite, die ich als Lehrer habe. Ich habe bestimmte Ziele, die ich hier erreichen will. Ich habe eine Verantwortung. Ich kann von bestimmten Erwartungen ausgehen. Meine Schule hat Erwartungen an mich. Ich habe Erwartungen an meinen Beruf. Ich habe Erwartungen an die Schülerinnen und Schüler, die ebenfalls Erwartungen haben. Die Eltern haben Erwartungen und ich habe gewisse Verfahren, wie ich meine Arbeit organisieren kann. Auf der Seite der Schülerinnen und Schüler, ich mache es noch ein bisschen größer, denke, man kann sehen, da gibt es gewisse Dinge, die Schülerinnen und Schüler tun sollten und das geht jetzt von sehr verantwortungsbewussten Schülerinnen und Schülern aus, die selber dann natürlich auch so einen Tag organisieren können, die sich auch verpflichten können, um tatsächlich zu lernen, die Hilfe holen bei den Lehrpersonen, aber auch bei ihren Peers, die Ablenkungen wahrnehmen können. Und ich denke, diese Sicht von den Schülerinnen und Schülern aus ist auch ganz, ganz wichtig. Also wie sollten, das ist eine Stärke von diesem IB-Programm, da gibt es immer so Learner Profiles. Es wird wie gesagt, wie sollten lernende Jugendliche sich verhalten, wie sollten lernende Kinder sich verhalten. Und das ist ein Punkt am Schulsystem im deutschsprachigen Raum, der mir sehr missfällt, dass man nicht beschreibt in einer positiven Art und Weise, wie Lernprozesse ablaufen. Und was es für lernende Subjekte bedeutet, sondern häufig wird von organisatorischen Sachzwängen, von Einheitlichkeiten, von solchen Vorgaben, von Normen auch ausgegangen, die gar nichts direkt mit dem Lernprozess zu tun haben, sodass letztlich dann die Prüfung oder ein bestimmtes Lernprodukt im Mittelpunkt stehen und gar nicht das Wohlbefinden und die Psychologie der Lernenden. Und das macht hier Alison Yang sehr gut, dass sie auf der Seite der Lernenden so eine Darstellung macht.
und dann dasselbe auch nochmal auf der Seite der Lehrenden. Und ich denke, das müsste man viel stärker zusammen denken. In der ersten Kritik an dieser Darstellung wurde, wie gesagt, ja, weshalb wird jetzt das von den Lernenden auf die Lehrenden übertragen? Das ist nicht der Fall. Das ist ein Missverständnis gewesen. Aber es spricht für sich, dass zuerst diese Darstellung übersetzt worden ist, die sich um die Lehrerinnen und Lehrer kümmert und nicht die, die für die Lernenden bestimmte Vorgaben macht. Vielleicht ergibt sich noch die Möglichkeit, auch hier eine Übersetzung anzufertigen. Das wären so meine Ausführungen zu dieser Grafik gewesen. Ich verlinke alles unten, damit ihr es auch findet, wenn ihr es ausdrucken und genauer anschauen möchtet. Ich danke sehr fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Bis bald.